brandneue US-Serien direkt zum US-Start in Full HD. Auf zum Torrent! Weil dieser vom Laster gefallen Ansatz aber in Deutschland höchst illegal ist, zeige ich euch heute, wo man US-Serien legal anschauen kann. So was Ähnliches hat Christine ungefähr vor einem Jahr schon gemacht. Das heißt, höchste Zeit nachzuschauen, was sich da inzwischen verändert hat. Zwar haben fast alle von den Diensten, die ich euch jetzt gleich zeigen will, auch Kinofilme und Dokus im Angebot. Ich möchte mich heute aber auf die US-Serien konzentrieren. Ich sage euch, welche Serien es bei denen gibt, auf welchen Geräten ihr die anschauen könnt und was man dafür latzen muss. Der erste Anbieter im Bunde ist auch gleich der älteste. Maxdome hat an die 300 Serien im Angebot, darunter so Klassiker wie Breaking Bad und Sherlock, aber auch neue Serien wie Hannibal und House of Cards. Die gibt's auf Deutsch und im O-Ton, und weil das Ganze eine ProSieben-Sat.1-Tochter ist, gibt's auch jede Menge deutsche TV-Programme wie TV Total und alle Folgen von Germany's Next Topmodel. Maxdome bietet dafür etwas an, das nennt sich Das Paket, kostet 7,99 € im Monat. Das gibt euch aber nicht Zugang auf alle 300 Serien, sondern nur auf 200. Das heißt, 100 Serien müsst ihr euch im Einzelkauf dazu kaufen. Das kann ganz schön teuer sein, bis zu 2,50 € pro Episode. Außerdem, wenn ihr dieses 7,99 € Paket nehmt, habt ihr eine Kündigungsfrist von 14 Tagen, was auch ein bisschen happig ist. Was jetzt Teil vom Paket ist und was man einzeln kaufen muss, ist aber das absolute Chaos. Es ist eine total konfuse Zusammenstellung. Ich klicke auf eine Serie, die ich sehen will, stelle dann erst hinterher fest, dass ich einzelne Staffeln sehen kann, die neueste aber noch nicht, muss dann teilweise alte Folgen dazu kaufen. Dann gibt es Schlagworte wie Hot in the US und Preview, wo niemand durchblickt. Da muss man studiert haben, um das zu checken. So, ich habe ein Maxdome-Paket gekauft und möchte heute Abend Homeland anschauen. Dann gucken wir doch mal. Auf der Webseite klicke ich jetzt hier oben und suche mal nach Homeland. Und was sehe ich da? Homeland? Homeland Hot from the US. Hä? Okay, also das ist eine US-Serie, also Hot from the US. Okay. So, Staffel 3 und 2. Staffel 1 ist nicht da. Hä? Okay. Dann möchte ich jetzt mal hier Folge 12 anschauen und muss ich extra kaufen. Warum? Zurück. Nee, falsch. 2,50 €. Ich habe doch schon bezahlt. Staffel 2. Ist hier was dabei? Auch nicht. Hä? Nochmal zurück. Zurück. Nehmen wir das andere Homeland. So, Preview. Aha. Preview. Okay, jetzt tut sich nichts, jetzt tut sich irgendwie was, okay. Jetzt ist auch Staffel 1 mit dabei und hier der grüne Punkt heißt grün, kann ich gucken. Also kann ich jetzt von Staffel 3, Folge 1 bis 5 und wenn ich jetzt mit Staffel 1 anfangen will, dann gibt's das auch nicht. Wenn man den ganzen Blödsinn dann erstmal halbwegs hinter sich gebracht hat, gibt es aber gute Nachrichten, denn eigentlich funktioniert Maxdome auf ziemlich vielen Geräten. Auf iOS- und Android-Geräten, auf Windows-Phone-Geräten, es funktioniert auch auf Chromecast. Am PC kann man es anschauen, am Mac kann man es anschauen mit Silverlight. Auf Konsolen geht es leider nicht, aber bei der App gibt es da noch ein weiteres großes Aber. Aus unerfindlichen Gründen kann ich nämlich Episoden, die ich extra für teuer Geld zusätzlich zu meinem Paket geschaut habe, nicht auf den Geräten für die Hosentasche anschauen. Und das wusste schon Bruce Darnell von Germany's Next Topmodel. Keine Tasche, keine Competition. Mein vorläufiges Fazit zu Maxdome ist deshalb, das sieht nach viel mehr aus, als man tatsächlich für sein Geld bekommt. Damit das für Neukunden attraktiver wird, muss das ganze Angebot einfach viel transparenter und übersichtlicher werden. Dienst Nummer 2, Snap by Sky. Zusätzlich zu Sky und Sky Go gibt es vom Pay-TV-Anbieter Sky neuerdings Snap. Das ist ein Video-on-Demand-Dienst für 9,90 € im Monat. Nur beim Angebot sieht es momentan noch etwas düster aus. Aktuell hat Snap nämlich nur knapp 40 Serien im Angebot, davon viel alter HBO- und Disney-Kram. Da läuft dann so Zeug wie Game of Thrones Staffel 1, The Pacific, Die Sopranos. Es gibt aber auch 24 und How I Met Your Mother, sogar im O-Ton und auf Deutsch. Allerdings nicht eine einzige aktuelle Staffel.
Jetzt könnte man schmeichelhafterweise sagen, es ist das Archiv für all die Sachen, die auf Sky und Sky Go laufen. Oder man nennt das Kind beim Namen und sagt, es ist halt eher so die Sky-Reste-Rampe. Dass das Ganze etwas stiefmütterlich behandelt wird, das merkt man auch bei den unterstützten Geräten, denn Snap funktioniert nicht auf genau den gleichen Geräten, für die es auch Sky Go gibt. Das heißt im Klartext PC und Mac, iOS, Telefone und Tablets, Samsung Smart TVs und einige Samsung Galaxy Handys. Das ist nun wirklich nicht alles, was es da draußen gibt, und vor allem es wird nicht eine einzige Konsole unterstützt. Oh Snap! 9,90 Euro kostet Snap im Monat, wenn man noch kein Sky-Kunde ist. Wenn man bereits Sky-Kunde ist und schon ordentlich für Sky und Sky Go blecht, dann ist es ein bisschen billiger, dann kostet Snap on top nur nochmal 4,90 Euro. Wie schon gesagt, als Archiv ist Snap bei Sky eine ganz nette Sache. Als ernstzunehmende Alternative würde ich es momentan noch nicht sehen, denn wer den wirklich geilen Scheiß wie True Detective, Game of Thrones oder House of Cards sehen will, der braucht nach wie vor ein Sky-Abo mit Sky Atlantic HD, und das kostet mindestens 25 Euro im Monat. Neu im Video-on-Demand-Zirkus ist seit diesem Jahr Amazon Prime Instant Video vom Online-Händler Amazon. Und die sind mit einem riesigen Angebot in den Markt gestartet. Oder so hat es zumindest den Anschein. Denn es gibt natürlich die alten Klassiker wie Big Bang Theory, Breaking Bad, Scandal oder auch Sherlock. Und auch Amazon-exklusive Produktionen wie zum Beispiel die Politkomödie Alpha House mit John Goodman. It is a little unusual that you don't campaign. Why should I? Son of a bitch! Who smashes an iPhone? Aber die richtig neuen Sachen, wie zum Beispiel House of Cards oder Arrow, sind gar nicht in dem 7,99 Euro Monatspreis für Amazon Prime Instant Video mit drin, sondern separat auf Amazon Instant Video. Und da muss man sich dann jede Episode für teuer Geld einzeln dazu kaufen. Und dann dürfte ein großer Nachteil Fans von Originaltonspuren sauer aufstoßen, denn bei Amazon Instant Video gibt's so gut wie nichts im OV. What? English, motherfucker, do you speak it? Und die paar OV-Serien, die es gibt, die muss man auch noch separat kaufen. Das heißt, wenn ich meinetwegen Game of Thrones auf Deutsch gekauft habe und ich möchte es auf Englisch anschauen, dann muss ich es nochmal kaufen. Was ist denn das für ein Quatsch? Immerhin. Der Preis von 7,99 Euro ist jetzt nicht der teuerste im Feld, und wer Amazon Prime bereits hatte, bekommt das Ding ja kostenlos dazu. Außerdem, wenn ich mich gleich für ein ganzes Jahr entscheide, kostet mich das Paket nur 49 Euro und das ist dann auf einen Monat runtergebrochen richtig günstig. Bei den Geräten allerdings ist Amazon absolut vorbildlich, denn da werden so viele unterstützt, dass ich das direkt ablesen muss. Amazon Prime Instant Video funktioniert auf Sony, Samsung und LG Smart TVs, auf iPhone und iPad, auf Kindle, auf Xbox 360, auf Xbox One, auf PS3, auf PS4, auf Wii U und auf Wii. Außerdem sind die Mobil-Apps von der Übersichtlichkeit viel besser als das bescheuerte Website-Interface, und es gibt, wie bei vielen anderen Anbietern, auch einen Offline-Modus, das heißt, ich kann mir das auch irgendwo unterwegs noch weiter anschauen. Mein Fazit für Amazon Prime Instant Video ist deshalb, das ist eine nette Dreingabe für Leute, die sowieso schon Prime abonniert haben. Wir kommen jetzt eben diesen ganzen Video-Content noch mit dazu. Für Fans von O-Ton-Serien ist das Ding aber absolut nutzlos. Etwas länger dabei als Amazon Prime Instant Video ist WatchEver, und die haben die Zeit gut genutzt, denn inzwischen ist das Portfolio deutlich umfangreicher geworden als noch, als Christine es das letzte Mal angeschaut hat. Überwiegend haben die Serien von HBO, BBC und ABC im Angebot, allen voran natürlich Breaking Bad, Sherlock und auch The Walking Dead. Aber abgesehen von der 5. Staffel Breaking Bad, die WatchEver fast zeitgleich mit dem US-Start hatte, gibt's da nichts Aktuelles. Das heißt, jegliche Serien, die dort ausgestrahlt werden, sind ein Jahr, zwei Jahre alt. Wer also wirklich direkt die aktuellen Serien gucken will, wird bei WatchEver nicht glücklich. Dafür sind die Serien, die man gucken kann, fast alle auch in der OV-Version verfügbar. Und das gilt nicht nur für Englisch, denn WatchEver hat auch viele französische Produktionen im Angebot, wie zum Beispiel The Returned und die Krimiserie Braco. Braque. Weiß irgendjemand, wie man das ausspricht? Mit dem nicht ganz so aktuellen Angebot von WatchEver bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Was mich aber ganz schön wütend macht, ist, dass es immer wieder Ausfälle zur Primetime gibt. Also immer zwischen 18 und 22 Uhr, wenn eigentlich alle Serien gucken wollen. Dann hakt es, dann gibt es Bildaussetzer, gibt es Tonaussetzer, und das nervt. WatchEver kostet im Monat 8,99 Euro, was ein Tick teurer ist als die Konkurrenz. Dafür ist das Angebot relativ eindeutig. Für diese 8,99 Euro kriegt man wirklich alles, was hier in der Bibliothek zu finden ist.
Aber wie alle anderen Anbieter auch, gibt es immer mal wieder Rotation einzelner Serien, die dann für ein paar Wochen nicht da sind, dann wiederkommen, manchmal aber auch für immer verschwunden sind. Bei den Geräten ist Watch Ever eigentlich auch relativ weit vorne mit dabei. Das Ganze gibt es auf PC, Mac, PS3, PS4, Xbox 360, Wii, iOS, Android und Smartphones. Außerdem ist eine Version für Xbox One in Arbeit. Außerdem gibt es einen Offline-Modus. Das heißt, ich kann meine Sachen auch gucken, wenn ich keine Internetverbindung habe. Das ist alles sehr cool. Ja, schön, Michi, werdet ihr jetzt sagen, aber wenn die alle keine aktuellen Serienstaffeln in ihren Paketpreisen drin haben, wo bekommt man denn dann die aktuellen Serien her? Ich persönlich beiße bei den Serien, die ich wirklich, wirklich, wirklich sofort sehen will, immer in den sauren Apfel und kaufe mir die Folgen dann einzeln, dann aber nicht bei Video-on-Demand-Abo-Anbietern, sondern bei Einzelanbietern wie zum Beispiel iTunes. Bei iTunes gibt es dann wirklich die brandneuen Sachen, zum Beispiel Agents of S.H.I.E.L.D. oder die zweite Staffel Arrow oder die aktuelle Staffel Walking Dead. Aber diese Aktualität hat ihren Preis. Einzelne HD-Folgen kosten da 2,99 € und ein Staffelpass 40 €. Zusätzlich zum Preis gibt es als Kunde in Deutschland aber mehrere Stolpersteine, die iTunes ihm in den Weg gelegt hat. Zum ersten das Angebot. Denn deutsche iTunes-Kunden kriegen viel weniger als US-iTunes-Kunden. Das heißt, wer sich mit einem deutschen Konto da einloggt, sieht andere Serien zu anderen Preisen und auch zu anderen Zeitpunkten als US-Kunden. Außerdem ist da die Sache mit den Untertiteln. Im deutschen iTunes Store gibt es dann zwar auch zum US-Start schon viele US-Serien im O-Ton, dann aber in zwei Versionen. Einmal ganz normal und einmal mit Untertiteln. Wenn man aber die Staffel mit den Untertiteln kauft, dann kann man diese Untertitel nicht mehr ausblenden. Die sind immer hart da drin, gehen nicht mehr weg. Und es nervt doch total, wenn alles, was ich hier oben sage, hier unten auch nochmal steht, auch wenn es eigentlich klar verständlich ist, weil ich weiß nie, soll ich jetzt hier oben hingucken oder da unten hin? Das ist doch scheiße! Weil iTunes ein Apple-Ding ist, funktionieren die gekauften Inhalte natürlich auch nur auf Apple-Dingern, also auf iPhone, iPad oder Apple TV. Aber auch da hat man sich nochmal eine kleine Gemeinheit überlegt. Wenn ich mir als Amerikaner im iTunes Store was kaufe, dann habe ich auf meinem Apple TV den Menüpunkt Serien. Der wäre hier dazwischen, den gibt es in Deutschland einfach nicht. Das heißt, wenn ich mir als deutscher Kunde im deutschen iTunes Store eine Serienfolge kaufe, kann ich die nicht direkt auf dem Apple TV anschauen, sondern muss immer noch meinen PC, mein iPad oder mein iPhone dazwischen hängen und von da aus auf den Apple TV streamen. Das ist so ein Scheiß! Mein Fazit zu iTunes deshalb, der Apple-Konzern hält bereits seit 10 Jahren meine Musik als Geisel und ich fürchte, dass er ihr schlimme Sachen antun wird, wenn ich was dagegen mache. Außerdem, wo soll ich denn auch sonst hin? Vielleicht zu Videoload. Die sind zwar auch nicht so viel besser, aber wenigstens nicht Apple. Wobei das eigentlich übertrieben gemein ist, denn das Angebot von Videoload und iTunes ist fast das gleiche und bei Videoload sind die Inhalte teilweise sogar etwas günstiger. Almost Human zum Beispiel kostet die erste Staffel bei iTunes 40 €, bei Videoload nur 25. Weil Videoload Teil des Telekom Entertain Programms ist, ist die Geräteauswahl aber auch entsprechend eingeschränkt. Das heißt, man kann das Ganze nur auf dem PC oder Notebook, auf Samsung und LG Smart TVs oder auf den Telekom Media Receivern abspielen. Das ist nicht so viel. Deshalb mein Fazit zu Videoload. Wenn man bereits Kunde der Telekom ist, ist das natürlich ein praktisches Angebot. Man hat den Receiver im Zweifel eh schon zu Hause stehen und dann bekommt man hier nochmal neue US-Serien für ein bisschen billiger als bei iTunes in HD. Gut. Ihr habt es vielleicht während der ganzen Sendung schon gemerkt, ein Jahr ist vergangen, seit Christine das letzte Mal Video-on-Demand-Anbieter verglichen hat und so wirklich das gelobte Land ist das noch nicht. Dieser ganze Lizenz- und Abokosten- und Einzelkaufwirrwarr ist total kundenfeindlich und letzten Endes totaler Quatsch. So bleiben fast alle Dienste komplizierter als irgendwelche illegalen Torrent-Downloads, inoffizielle Streams oder komische IP-Herumschleusereien. Das muss in Zukunft sehr viel kundenfreundlicher werden. Wegen dieser komischen Kostenstruktur, dadurch, dass Sendungen nur zeitlich begrenzt verfügbar sind und dadurch, dass Bild- und Tonqualität zwar okay, aber noch lange nicht auf dem höchsten Niveau sind, ist es alles keine Alternative zur Blu-ray. Besser könnte es im 4. Quartal dieses Jahres werden. Da könnte der Konkurrenzkampf zwischen den einzelnen Anbietern nochmal neu entflammen. Da soll nämlich Netflix, der Platzhirsch aus den USA, auch in Deutschland starten. Hier bleibt spannend, mit welchem Angebot Netflix in Deutschland an den Markt gehen wird, denn meine Prognose ist, die werden in Deutschland nicht so viele Serien und Filme anbieten können wie in den USA.
Unklar ist, wann genau Netflix an den Start gehen wird. Momentan munkelt man nur viertes Quartal 2014. Klar ist aber, dass wir jetzt hier Schluss machen. Das war's mit Let's Watch zum Thema Video-on-Demand-Anbieter. Wem das Ganze zu schnell ging, der kann nochmal auf GamePro vorbeisurfen. Da gibt's nämlich noch einen Artikel zu diesem Thema von meinem Kollegen Thomas Witulski. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis in zwei Wochen. Servus!